Hier vor der Windturbine vom Mont Cosensee sollen noch drei weitere entstehen. Das Projekt unterstützt Gochtenberg und sein Gemeindepräsident Manfred Bühler. An der Gemeindeversammlung hat es zu diesem Projekt keine einzige Gegenstimme gegeben. Es ist für mich sehr positiv, dass die Bevölkerung von Gochtenberg bereit ist, Strom zu produzieren, auch lokal. Im Winter braucht eigentlich die Schweiz am meisten Strom. Und nebst der Wasserkraft und AKWs ist eigentlich die Windkraft die beste Lösung für Winterstrom zu produzieren, denn wo die Schweiz eigentlich am meisten Strom braucht. Es gibt aber Opposition auf der juristischen Ebene gegen das Projekt. Der Verband Freie Landschaft Schweiz hat eine Kollektiveinsprache mit 50 Unterschriften eingereicht. Der Elias Meyer, Präsident des Verbands, ist nicht begeistert von diesem neuen Park. Windenergie produziert vor allem im Winter viel Strom. Aber an diesem Standort von Jean Brunet ist während 30 Tagen im Winter, also während einem ganzen Monat, die Gefahr da, dass die Anlagen komplett verreisen und dann müssen abgestellt werden. Darum gibt es einen sehr geringen Ertrag. Umgekehrt ist der Schaden an der Natur und an der Landschaft sehr gross, weil es ein sehr sensibles Gebiet ist für Fledermäuse, aber auch, weil es völlig frei ist von Infrastrukturen. Und darum ist die Interessensabwägung, die man bei diesem Projekt machen sollte, negativ. Der Elias Meyer ist aus Prinzip kritisch gegenüber neuen Windparks, vor allem wenn grosse Windräder geplant sind. Für ihn würde es mehr Sinn machen, drei zusätzliche Windräder im Windpark Mont Cosensee zu bauen. Die Energieproduktion ist sehr gering von diesen drei Anlagen. Wenn man es auf dem Mont Cosensee machen würde, wäre der Energieertrag grösser. Der Schaden an der Umwelt wäre fast gleich null, weil es bestehende Anlagen schon gibt. Und ich glaube, mit diesem Argument wird sich sicher das Amt, das kantonale Amt und spätestens das Verwaltungsgericht dann überzeugen. Die geplante Windturbine, die auf dem Gemeindeboden von Gochtenberg entstehen soll, kostet der Gemeinde nichts. Im Gegenteil. Der Manfred Bühler möchte das Geld, das die Gemeinde für die Windturbine bekommt, reinvestieren und einen touristischen Parkour kreieren, der den Windpark den Besucherinnen und Besuchern näher bringt. Was die Einsprache angeht, die macht ihm keine Sorgen. Also die Kollektiv-Einsprache, die wir bekommen haben, ich bin da zuversichtlich, dass sie nicht wird durchkommen bei den zuständigen Ämtern des Kantons. Aber wir lassen hier die zuständigen Ämter entscheiden, werden das natürlich auch akzeptieren. Ich bin aber zuversichtlich, dass das Projekt wird realisiert werden können. Es ist das Amt für Gemeinde- und Raumplanung des Kantons Bern, das die Einsprache wird behandeln wird.